Hallo und herzlich willkommen bei BGL live aus Berlin. Mein Name ist Jens Pawlowski, ich leite die Hauptstadtrepräsentanz des BGL in Berlin und ich bin heute im Bundesverkehrsministerium. Dort findet heute die Sitzung des sogenannten Zukunftsbündnisses Schiene statt mit dem parlamentarischen Staatssekretär Enak Ferlemann. Und der BGL ist in diesem Zukunftsbündnis ebenfalls vertreten mit dem Ziel, in Zeiten des Fahrermangels, in Zeiten steigender Transportmengen, aber auch vor dem Hintergrund der ambitionierten Klimaschutzziele der Bundesregierung zu schauen, wie kann man den Verkehrsträger Schiene ebenfalls nutzen und vor allem leistungsfähiger machen. Das ist auch eine sehr, sehr erfreuliche Botschaft heute gewesen, die aus dem Zukunftsbündnis herauskam, dass es nämlich wirklich darum geht, den Verkehrsträger Schiene leistungsfähiger zu machen. Anders als das in einigen Unterarbeitsgruppen bislang der Fall war, geht es jetzt wirklich darum, dass die Schiene selbst ihre Hausaufgaben erledigt und was getan werden muss, um diese Hausaufgaben zu erledigen. Zentrale Bausteine, die heute diskutiert waren unter anderem der Deutschlandtakt, die Steigerung der Investitionen in den Neu- und den Ausbau des Schienennetzes, damit die Kapazität erweitert werden kann, eine Steigerung des Angebotes, eine Erweiterung des Angebotes auf der Schiene und auch eine Stärkung des Schienengüterverkehrs gleichberechtigt neben dem Personenverkehr. Wie geht es jetzt weiter mit dem Zukunftsbündnis? Am 7. Mai wird es den sogenannten Schienengipfel geben, also relativ zeitnah, gemeinsam mit dem Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Und dort werden dann vom parlamentarischen Staatssekretär Ferlemann die ersten Ergebnisse präsentiert werden. Vielen Dank soweit aus Berlin, aus dem Bundesverkehrsministerium.